Stelle begrüße ich Sie alle recht herzlich hier im Heizkraftwerk Adlershof. Mein Name ist Julius Richter, hier sitzen wir jetzt, Heizkraftwerk Adlershof. Hier oben haben wir den zweiten größeren Erzeugerstandort, das ist das Kohleheizkraftwerk in Schöneweide. Und das Wärmenetz reicht bis letztlich hier oben hoch. Durch den Betrieb der Anlagen bedingt. Also das sind dann zum Teil hier die Brenner von den Kesseln, die eben mit Gas oder mit Öl versorgt werden, aber auch vor allem die Motoren. Kessel haben jede eine Leistung von rund 20 Megawatt, können mit Gas und mit Öl betrieben werden und dienen letztlich als Spitzenlastanlage. Wir haben ein Gase verlassen im Normalfall mit 300-400 Grad die Turbine. Also nachdem sozusagen mit der Turbine der Generator angetrieben wurde, habe ich noch 300 Grad im Abgas. Das wird in großen Gaskraftwerken weggeworfen, wenn ich keinen Abnehmer für die Wärme finde. Hier gehen wir mit diesen 300-400 Grad Abgasen in den Abhitzekessel, in dem sich viele Wasserrohre befinden und erhitzen dort eben wieder Wasser auf ungefähr 120 Grad. Schmeißen das ins Fernwärmenetz ein. Das Turbine kommt zuerst der Schall hin, das ist dieser rote Zylinder, den Sie hier sehen, also so, genau. Dann können wir jetzt hier die Ecke mal nach außen gehen. Ist etwas abkühlen. Zwei Motoren mit jeweils 12 Zylinder sitzen auf einer Welle und treiben einen Generator an. Und jedes dieser BHKWs hat 1,5 Megawatt elektrische Leistung. Also die eine Gasturbine hatte 5 Megawatt. Mal hören, wie laut das in Natura ist. Die wurde innerhalb des letzten Jahres oder
diesen und des letzten Jahres errichtet, ist jetzt in wesentlichen Zügen fertiggestellt und die Inbetriebnahme läuft.